Parteien haben mit Mehrheit das beschlossen. Es waren natürlich keine Demokraten. Und die wenigen, die noch übrig geblieben sind, die haben sich, der Herr Lucke hat schon angesprochen, in einem Reform, die haben sich dafür geschämt, dass es so weit gekommen ist. Und sie haben feststellen müssen, und ich glaube, das war auch der große Konsens der Parlamentarier heute, dass zu dem Zeitpunkt schon alles zu spät war. Dass wenn man wirklich Faschismus, wenn man Leute, die Demokratie bekämpfen, wenn man diese Ideologien vermeiden will, wenn man vermeiden will, dass die zur Macht kommen, dann muss man schon sehr frühzeitig, sehr rechtzeitig alle Vorformen von Intoleranz bekämpfen, alle Vorformen von Rassismus, von Nationalismus rechtzeitig kritisch aufarbeiten und deutlich machen, dass das nicht in eine demokratische Gesellschaft passt. Aus dieser Überzeugung heraus, glaube ich, hat sich in der Bundesrepublik Deutschland